Dann überspringen wir dann also Gruppe 1, das Django-Projekt, dann gehen wir direkt zu dem Apache-Projekt. Klaus, vielleicht willst du das machen? Das Apache-Projekt, ja, ergänze mich, wenn ich da Sachen ausgelassen habe. Wir waren in dem Apache Airflow drin und das ist ein Tool, um eben Tasks zu organisieren und auch ablaufen zu lassen. Quasi eine Art Cronjob on Speed. Ziemlich überzeugend in der, ich will mal sagen, optischen Anmutung und in dem Funktionsumfang. Aber wir haben uns, um die Funktionalität zu verstehen, leider durch den Quellcode wühlen müssen und sind da auf ziemliche Sachen gestoßen, die wir so in dieser Form sicherlich nicht implementiert hatten und zum Teil auch ein bisschen ungünstig sind. So, und da sind wir leider zum Teil auch ein bisschen dran stecken geblieben, weil das doch ein ziemliches Biest ist mit Modulen, die haben locker 1700 Zeilen Code und das ist einfach auch ein bisschen unübersichtlich. Ja, Marc, was habe ich vergessen? Ja, ich kann vielleicht noch mal kurz noch mal auf das Interface zu sprechen kommen. Also man arbeitet in Airflow mit sogenannten DAGs, diesen Directed Acyclic Graphs, die also dann quasi den Workflow wiedergeben. Das sieht konkret so aus, dass man kann man hier reingehen in diesen DAG, dass man so einen Graphen aufbaut. Es fängt also links an, geht nach rechts typischerweise. In diesem Fall hat man jetzt hier also zwei solche Schritte, Arbeitsschritte, die dann halt parallel laufen können und die müssen dann halt alle beide fertig sein, bevor dieser hier der nächste Schritt also anfangen kann zu laufen. Was wir uns angeguckt hatten, war erstmal, wie macht man das überhaupt? Wie legt man sowas an? Das ist relativ einfach gemacht. Also man muss hier so ein paar solche Operator laden. Die definieren quasi diese Nodes in dem Graphen, die man da hat. Und dann kann man hingehen und diese Nodes, die man da definiert, die definiert man ganz normal über Python. Also man hat so ein baut solche Objekte. Die baut man dann zusammen hier unten über so eine Notation mit diesem Operator, den doppelten Right-Shift. Right-Shift-Operator. Wow. Da sagt man also, XCOM Push 1 soll vor dem XCOM Pull kommen und XCOM Push 2 soll vor dem XCOM Pull kommen und das sieht dann halt in dem Graphen entsprechend aus. Ne? Da kann man hier sofort sehen. Das ist also eigentlich recht einfach zusammenzubauen. Es gibt jede Menge von diesen Operators. Wir haben uns jetzt hauptsächlich diesen Python-Operator angeguckt, weil man da halt Python-Code mit nutzen kann. Das heißt, in dieser Node wird also dieser Python-Code dann ausgeführt. Python-Code muss man einfach so ein Callable übergeben. Das ist halt der Name der Funktion und die Funktion haben wir dann passenderweise direkt darüber definiert und die macht auch nicht besonders viel. Die gibt ein bisschen was aus ins Log und wir haben halt die letzten paar Stunden haben wir damit zugebracht, rauszukriegen, wie man halt Daten übergeben kann von einer Node zur nächsten. Und haben da festgestellt, dass das nicht so ganz so intuitiv läuft, wie wir uns das eigentlich vorgestellt hätten. Da gibt es dieses sogenannte XCOM-Protokoll hier und das läuft nicht so ganz so, wie man das gerne hätte. Im Endeffekt ist es aber so, dass wir haben jetzt also einen Weg gefunden, der vernünftig funktioniert. Man sagt einfach Return in der Funktion und dann gibt die Funktion also an dieses XCOM Key-Value Storage, was da dann administriert wird von Airflow, gibt diesen Wert dann da weiter und den kann man sich dann im nächsten Schritt abholen, hier unten über so ein XCOM Pull. Ist vielleicht alles ein bisschen klein hier, vielleicht machen wir es ein bisschen größer. XCOM Pull, ja, und da kann man sich dann also diese ganzen Werte wiederholen von den beiden Nodes, die man vorher hatte und kann mit denen weiterarbeiten. Man kann ein beliebiges Objekt hier angeben, das von Pickle verarbeitet werden kann, also zum Beispiel ein Dictionary. Und das ist auch das, was wir jetzt letztendlich rausgekriegt haben. Man muss das also genauso machen. Wenn man mehrere Variablen übergeben will, dann muss man tatsächlich da einmal dieses Dictionary übergeben. Denn diese ganzen anderen Features, die sie eigentlich da drin haben, was eigentlich ein Key-Value Storage ausmacht, dass man nämlich mehrere Keys und mehrere Values dann natürlich dann hat, das funktioniert einfach nicht. Das haben die irgendwie sich da komplett verbastelt in ihrem API.
Ja, aber immerhin so funktioniert es. Dann haben wir ein anderes Problem gehabt. Damit haben wir viel zu kämpfen gehabt. Das ist wenn man die ganzen Sachen ausführt. Ich weiß nicht, wo man das mal gut zeigen kann. Vielleicht hier, wenn man da mal hingeht auf so eine Ausführung. Man muss relativ lange warten, bis dieser Testrunner dann seine Sachen macht. Sieht man hier in diesem Gantt-Chart. Ja? Diese kleinen Striche, das sind die tatsächlichen Ausführungszeiten von diesen verschiedenen Schritten da drin. Also hier fängt er quasi an mit dem ersten. Dann hat er hier eine relativ lange Wartezeit, wie man sieht. Dann macht er den zweiten, dieses zweite Task. Und dann hat man so eine ewig lange Zeit hier. Also wir haben es schon ein bisschen runtergekriegt, aber das ist immer noch bei ungefähr fast einer Minute, bis er dann den nächsten Schritt macht. Obwohl es nichts anderes zu tun gibt. Und wir haben jetzt die ganze Zeit versucht, rauszukriegen, woran es liegt, haben in der Konfiguration ein bisschen rumgespielt, aber es noch nicht rausgefunden, warum das so lange dauert. Dass es so lange dauert, macht vielleicht Sinn im Kontext von Big Data, ne? Wenn man also sich vorstellt, da muss jetzt mal eben Terabyte Daten muss verarbeitet werden in jedem Schritt, dann kann man ruhig mal eine Minute warten, bis der nächste Schritt ausgeführt wird, weil halt die Ausführungszeit sowieso so lange dauert. Aber für solche kleineren Aufgaben, also zum Beispiel das, was wir vorgestellt hatten, dass wenn jemand anruft, meinetwegen, man dann halt bei der Fritzbox irgendwo ein Signal bekommt und das direkt weiterverarbeitet, da will man nicht eine Minute warten, ne? Da ist der Anrufer schon wieder draußen. Also das klappt da halt so nicht. Und da müssen wir noch uns ein bisschen reinknien. Wir haben allerdings auf Slashdot schon gesehen, dass das Problem auch andere haben und dass es da nicht unbedingt eine offensichtliche Lösung gibt. Ja, ergänzend vielleicht. In der Praxis mag das nicht ganz so relevant sein, weil für die Fritzbox-Anrufe, was wir gar nicht uns im Detail angeschaut haben, ist es ohnehin nicht geeignet, auch wenn es schneller wäre. Aber wenn man jetzt dieses Teil entwickeln möchte und möchte etwas testen, dann ist dieser Delay schon ziemlich ätzend. Und den haben wir einfach nicht wegbekommen. Ja, also das dauert einfach zu lang. So führt man das Ganze aus hier. Dann geht man hier hin und guckt sich dann an, wie es ausgeführt wird. Und dann sieht man halt, Sind hier die ist Schritte alles vielleicht weiß. immer alles über Polling implementiert? Dass dieser Pull einfach einmal in der Minute nur ausgeführt wird? Nee, wird einmal pro Sekunde ausgeführt, kannst du hier sehen. Der guckt also jedes Also. Mal nach, ist was los? Und dann sagt er immer, naja, ist nichts los. Und jetzt hat er was gefunden. Jetzt hat er es ausgeführt. Wenn ich jetzt einen Refresh mache, siehst du, aha, hat jetzt das erste ausgeführt, das zweite gequeued. Jetzt ist das zweite auch fertig. Und jetzt wartet er wieder eine Minute, bis er dann halt dann in diesen letzten Schritt ausführt, was irgendwie gar keinen Sinn macht. Ist merkwürdig. Also gucken wir morgen mal weiter. Vielleicht finden wir ja noch was. Ja, das war bei uns los. Dann kommen wir mal jetzt zum Gruppe 3. Ihr könnt auch Skillshare machen. Moment, ich muss gerade mal anschalten. Achso, ja, ich habe aber eh nichts, Also, weiß ja gut. nicht, groß zu zeigen. Wir haben zwar ein Projekt angefangen, also ein Django-Projekt. Ja, also das Thema war erstmal, ne, von GitHub Action so ein Deployment ansteuern und dann soll das irgendwie gemacht werden, so. Und dann haben wir uns erstmal bestimmt über die Hälfte der Zeit überlegt, dass man ja so eine Challenge-Response-Geschichte machen kann zur Authentifizierung. Also war so meine Idee, haben wir da losgelegt und irgendwann meinte Jochen, ach nee, das sollte vielleicht auch ganz anders gemacht werden. Dann haben wir das erstmal beiseite gelegt und erstmal gesagt, ja, okay, wir gucken uns das gar nicht an, sondern das eigentliche Ding. Ja, und dann war die Idee, dass man im Django Admin ein Model hat, was die Deployments einfach auflistet und dass wir da dann halt per Manage Command starten können, so ein Deployment per Hand quasi. Und ja, die Idee ist, dass das Manage Command quasi ein externes Skript startet und dann halt die Ausgaben, die es gemacht hat, einfach in das Protokoll, also in das Model speichert und fertig. Aber ja, ist gar nicht so einfach. Zuletzt hingen wir jetzt daran, dass das gestartete Skript
wiederum ein Manage-Command aufruft, was dann sagt, jetzt hier ist fertig und leg mir das Protokoll an und hier sind meine Ausgaben. Und daran hapert es, weil halt immer so die Grenze zwischen aus Django heraus einen Prozess starten und dann von dem Prozess wieder in Django rein. Ja, da gibt es halt nicht so eine super Schnittstelle. Also quasi Schnittstelle ist die ManagePy so und da müssen halt bestimmte Sachen halt stimmen. Ja, und generell ist halt die Frage, ob das überhaupt so der beste Weg ist, weil wenn das ganze Ding in einem Docker-Container läuft, dann läuft der Django auch in Docker-Container und ja, das musste halt irgendwo dann rausgetriggert werden außerhalb von Docker, damit halt die Container aktualisiert werden können und so. Und ja, ist halt die Frage, wie man das auch noch angeht, ob das überhaupt so einfach möglich ist. Naja, von daher haben wir eine Menge rumgetüftelt und nichts zum Laufen gebracht. Also dieses mit Docker, dann von Docker raus und dann irgendwie was anderes machen. Also es gibt dieses Docker-in-Docker-Prinzip. Das kann man verwenden. Das ist aber relativ schwierig aufzusetzen und da muss man auch, soweit ich weiß, irgendwas einstellen, damit man quasi aus dem inneren Docker dann Container raus kann und dann quasi Docker umkonfigurieren kann, um dann was anderes zu machen. Ja, ich meine, es gab auch irgendwie so ein Docker-Projekt, was man so bei so einem Docker-Compose-Setup als zusätzlichen Container dabei packt und der sorgt dafür, dass die anderen Container immer aktuell gehalten werden und so. Aber ich weiß nicht mehr, wie das heißt und ist natürlich auch da die Frage, wie der Aufwand ist, um das auch wirklich hinzukriegen. Keine Ahnung. Ich meine, man müsste sich dann irgendwie überlegen, von außen vielleicht auch einen Dienst, den man dann ansprechen kann über, ich lege jetzt hier eine Datei rein und dann mach mal oder so. Aber ja, weiß ich nicht, ist alles vielleicht ein wenig fragil und kompliziert und ja, ist nicht so einfach, das Thema. Ist nicht so einfach. Ja. Ja, diese Sache mit diesen Docker-Containern, das, also sobald man ist es prima, wenn man halt das alles direkt im Docker-Container laufen lassen kann, aber sobald man halt mit mehreren Containern arbeiten muss, wird alles unglaublich schwierig. Also da muss man sich dann wirklich da. Ich meine, es sollte ja auch eigentlich so sein, also dass man soll nicht aus den Containern ausbrechen können. Also das ist eigentlich nicht so gedacht. Ja. Ja, dann wünsche ich euch morgen noch mehr Erfolg. Ne? Ja, noch irgendeine schlaue Lösung, wie man das hinkriegt. Ja, vielleicht müsst ihr tatsächlich Docker selbst irgendwie aufsetzen oder sowas innerhalb von diesem CI-Lauf oder diesem CD-Lauf. Ja, nee, das ist nicht so das Ding. Also innerhalb von dem CD-Lauf soll ja eigentlich nur ja, die Tests durchgelaufen sein. Und wenn das dann gut ist, dann soll ja der eigentliche Server Bescheid gesagt werden, wo das Projekt läuft. So von wegen, hey, hier kannst du aktualisieren. So. Und natürlich kommt es darauf an, wie ist denn das Projekt jetzt auf dem Server überhaupt aufgesetzt? Ist es überhaupt mit Docker? Also kann ja auch ein Projekt sein, was ohne Docker ist. Wobei das dann letztlich halt die Implementierung von dem Deployment-Skript ist, was dann halt natürlich bei dem Benutzer in der Hand liegt. Ja, aber wenn es dann halt mit Docker bzw. Docker Compose ist, also so sind jetzt die Projekte, die ich laufen lasse, dann hat man natürlich genau das Problem. Und ja, nur grundsätzlich, dass überhaupt das Anstoßen eines Skriptes aus einem quasi Django-Endpunkt, der extern verfügbar ist, der dann halt ja, die Python-Pakete aktualisiert und Django neu startet quasi und dann aber wieder eine Rückmeldung gibt, was dann in die Datenbank soll und so, das ist alleine schon ein bisschen vertrackt. Und da ist natürlich auch die Frage, was passiert, wenn das Deployment fehlgeschlagen ist und so weiter und so fort. Also ja, ist alles etwas schwierig. Also ich kann dir erstmal so aus meiner Praxiserfahrung sagen, wie das gemacht wird normalerweise. Bei uns war das dann so, dass wir hatten alles mit Ansible aufgesetzt und also nicht mit Docker Compose, aber wir hatten auch in Ansible dann halt diese Sachen in Docker dann halt
orchestriert, sodass man also mit Ansible Docker aufsetzen konnte. Und was wir da gemacht haben, ist dann, wir haben einfach dann den Ansible-Job dann angestoßen, über so ein, also angetriggert, über Jenkins sollte das Ganze dann ursprünglich mal laufen. Und alles, was dann halt der so ein CD-Job machen muss, ist dann halt diesen Trigger dann halt weiterschicken. Und dann sagt der Trigger vielleicht, dann sagt man dem vielleicht noch, okay, du musst jetzt dieses Release auschecken und das wollen wir jetzt gerne halt auf dem Server dann halt platzieren. Und dann hat der Trigger dann automatisch dann dazu geführt, dass dann auf dieser extra VM, die wir da hatten, dann Ansible lief und dann die Sachen installiert hat. Ja, Das ist der Weg. aber ja, das ist ja dann quasi sowas wie, ich gehe per SSH auf den Server und mache dann die Aktualisierung so. Und denn so sollte es ja genau nicht sein. Also das wäre ja dann so ein Ansible oder Bundlewrap Naja, Lösung. Aber wenn man das von einem Host aus macht, den man kontrolliert, ist das okay. Ich meine, wenn es direkt vom GitHub ausgeht, ist das ein bisschen doof, aber. genau. Und deswegen hatten wir gedacht, okay, der Dienst, der das kann, der ist direkt mit auf dem Webprojekt quasi und der wird nur gesagt, ja, hier gibt es eine neue Version, mach mal aktualisieren. Was Oh, auch, also es muss ja das nicht ist immer aber auch von jetzt keine extern Firma. getriggert sein. Es kann ja auch so sein, dass der Administrator sich in Django Admin einloggt und dann Button Update drückt und dann wird es aktualisiert. So. Diese Geschichte mit dem externen Trigger, der das dann anstößt, ist das eine, aber wie die Aktualisierung an für sich läuft, das ist nochmal das andere Thema. Naja, Ja, ist alles nicht so einfach. das ist eine tolle Sache. Da müsstest du, was du vielleicht mal machen, also ein Projekt, wo ich weiß, dass es funktioniert, das ist zum Beispiel dieser Home Assistant. Ja. Home Assistant, der läuft auf dem Raspberry Pi, wenn man dieses HassOS, ein blöder Name, aber naja, ist halt so, wenn man das verwendet, das nutzt Docker intern. Alles ist auf Docker aufgebaut. Und da ist es tatsächlich so, dass man halt, wie du sagtest, da gibt es einen Knopf, da sagt man, okay, mach mal ein neues Release, dann drückst da drauf, dann holt sich das Ding das neue Release vom Netz, spielt das ein, bereitet alles vor, startet den Rechner neu, und bootet dann hoch mit dem neuen System und meldet sich dann wieder. Ist also, man kann sowas machen, allerdings ist das da so, dass es dann über einen Reboot funktioniert, ja, und die haben mit Sicherheit dann auch irgendwelche Dienste laufen, die dann als Root laufen auf dem Rechner. Ja, muss ja. Das ist dann halt Ja, ein gut, bisschen wobei anders. an OS-Update und so haben wir jetzt noch gar nicht gedacht. Aber also erst das erste Ziel war überhaupt eine Infrastruktur zu schaffen, dass halt da ein Skript abläuft, was irgendwas macht und dass die Ausgabe oder das Ergebnis dann halt wieder in die Datenbank gespeichert wird, sodass man halt nachgucken kann, aha, ist alles prima oder so. Also ein Protokoll davon. Und allein das, ja, war jetzt schon, ist ein bisschen hakelig und schwierig. Und ja, da Eine kommen noch andere viele Idee Schritte vielleicht dabei. ist, dass man quasi von extern aus nur irgendwie vielleicht eine Datei erzeugt, die irgendwo liegt. Ja, also Dann extra unsere Daemon Idee. laufen hat, der dann halt dieses tatsächliche Update ausführt und auch die passenden Rechte hat, der einfach regelmäßig, was wie ich alle 30 Sekunden guckt, gibt es diese Datei, muss ich was machen? Und wenn Ja, aber es gibt, das ist dann das machen wir Triggern. Na, das Triggern wäre dann, ich schiebe die Datei auf den Server, kann man sich auch überlegen, wie soll das passieren. Aber also da wäre ja noch der Trigger ist noch das Einfache. Also wir können halt einen API-Endpunkt machen und der muss dann angesprochen werden. Und da muss man natürlich nochmal gucken mit Authentifizierung, soll ja nicht jeder anstoßen dürfen und so. Ja, aber dieses Thema, wie man das von außen triggert, hatten wir ja erstmal dann liegen gelassen und erstmal geguckt, ja, wie das Eigentliche passieren kann. Also die Geschichte mit, du hast im Admin einen Knopf und da drücke ich einfach drauf und dann passiert was. Und ja, allein das ist schon ein bisschen hakelig oder Wobei, wie ich schwierig. jetzt Marc-André gerade verstanden habe, dieser Daemon hat dann wiederum nichts mit Django zu tun, ne? Der läuft autark auf der Maschine. Genau, das wäre so ein Skript, das immer guckt, ist da eine Datei
Und vielleicht schreibt man in die Datei dann irgendwie, weiß ich nicht, die URL rein von dem, was jetzt neu aufgespielt werden soll oder meinetwegen die Requirements-Datei oder sowas. Und dann geht die Skript einfach hin und macht dann das Ja, Deployment also und das wäre vielleicht eine Lösung mit dem aus dem Container rauskommen. Also das heißt, im Container, Django muss einfach nur eine Datei ins Volume legen und das Volume wird halt extern überwacht mit so einem Daemon und der macht dann das. Das wäre so eine, ja, so eine, da vielleicht so ein Ansatz. Aber für das Django-Projekt wird das genauso gehen. Also, wenn du einfach sagst, hier, weil ich mit SCP kopiere ich die Datei rauf und dann weiß das Skript halt, jetzt werde ich getriggert und dann kannst du dann Git Pull machen. Ja, aber das ist wieder das Problem. SCP brauchst du Authentifizierung, SSH-Key und den willst du nicht auf Nein, GitHub nein, haben. nein, brauchst du gar nicht. Du kannst doch dein Django kann einfach die Datei schreiben. Ja, klar. Ja. Die Sache ist ja die, dass du kannst ja mit dem Container immer nur auf deine Volumes schreiben, die du halt freigegeben hast. Und ist natürlich klar, also um jetzt auf dem System was zu ändern, musst du tatsächlich Root-Rechte auf dem Host-System haben. Und dafür kann man halt auf dem Host-System dann halt so einen Daemon laufen lassen, der immer dieses Volume sich anguckt, ist da was? Und wenn da was ist, macht halt was, ne? Ja, klar, aber dann könnte natürlich auch einfach dieses Ding den Trigger kriegen von GitHub zum Beispiel und dann direkt deployen. Ja, genau, das geht auch. Du kannst auch natürlich dann, du könntest, wenn du mit Docker arbeitest, dieser GitHub-Runner, der läuft ja auch in Docker, kannst einfach dann diesen Runner da in Docker auch mit Docker Compose konfigurieren und dann lässt er halt diesen Runner da irgendwas schreiben. Das kannst du ja über diese Actions dann wahrscheinlich definieren, was da gemacht werden soll. Und dann hast du wieder das gleiche Prinzip. Dann geht dieser Daemon dahin und sieht dann, aha, da ist was geschrieben, jetzt muss ich also das Ganze neu aufsetzen. Und dann würde der Daemon hingehen und Docker Compose runterfahren, würde alles neu ein Rebuild machen oder was weiß ich, also was auch immer nötig ist, ne? Und dann halt wieder starten. Und Ja, nee, das ist aber alles klar. Nur wir wollten dann ja auch, dass der Daemon, die Ausgaben des Daemons, so, dass er jetzt neu gestartet hat und dass er neu installiert und so, da war die Idee, wir schreiben das alles in der Datei rein und zum Schluss, wenn alles wieder läuft, rufen wir einen Django Manage Command aus, so von wegen hier, Deployment ist fertig, hier ist die Datei des Protokolls und dann kann das in die Datenbank geschrieben werden und dann kannst du halt dem Admin dir das angucken. So. So. Das war schon so unsere Idee. Aber ja, die Umsetzung. Naja, das ist ein bisschen tricky. Ja. Aha. So, I'll do it in English. So we have looked mostly at this library. So we have the idea was to make a new parser for MySQL expressions. So we took a parser in the Antlr language. So this is the kind of a source file that it is. This is well taken from the MySQL workbench, and it is in the well some the format of this Antlr language. And what's interesting about it is that it can contain inserts like this. So this is Python code, the Python code that is inserted in specific places. So it's kind of context-free grammar with arbitrary code. So this was originally all written for C++, so we had to convert all these inserts from C++ into Python. And well, and it kind of works. So there is parser and lexer. I think I'll show. So we kind of can parse things.
So we get like lakes and classification of the lake sims. Like, I don't know, it can work with all the, it mostly works, not quite, because for example, if we I don't know, so we have still some problems with dots and such. Then the interesting thing about it is that it actually accepts the server version. So for different versions of the MySQL server, there will be different passing results. It might be interesting even outside the auto-completion context. One could, for example, make a tool that takes, I don't know, some SQL queries and checks whether they will work on a specific version of the server, for example, if one wants to upgrade the database or something. So yes, for example, here I had an example of such a query, so I can do it. So I think this here was added in some later version. So it is passed as identifier, and in the second step in parser, it will probably fail if we change the version. And then it was identifier, now it is passed as a specific keyword. So there's that, and well, the parser still doesn't work. And the lakes are, as I said, not quite. It turns out even more tedious than I thought, because you have to convert all these code inserts, and then also make all these symbols, all these methods. I write them in Python. Well, quite a lot of work. And so I hope we will get to the point where we parse expressions by tomorrow. And well, insertion into the auto-completion is out of the question. It's just too much. But well, it's interesting. It's the first time I'm working with this UNTIL library. It's kind of funny. So the syntax is, well, I think it's clearer than, for example, the flex specification. One can really see what's happening. The generated files look exactly like a generated file. So there's a, I think the most of the magic here, this binary blob at the beginning, it's the some kind of representation of pass 3. So it's kind of opaque, but after that, you get to work with kind of clear code. So that's it. Unfortunately, I hope by tomorrow we have some parsing examples. Oh, that's very nice. The library that you're using is PyAntler, right? It's Antler. So the Antler comes with several runtimes. The generator itself is written in Java, but it can output like
So you're using Antler directly to generate Python code, yes? Yes, Antler directly generate Python codes. So you can just with this command line switch. You can probably generate some other thing. I haven't tried, but why not? So it has generated Java. Java doesn't work, of course, because we had translated all the code snippets into Python. So now it is syntactically incorrect Java. So this will not run. But in principle, yes. And the syntax definition certainly looks more readable than, you know, what I'm used to from, for example, the Python grammar. It's kind of nice to work with. I don't really like all of the code. For example, I cannot. It seems that I cannot. Cannot put my dependencies in some sensible location, so I have to have these separate files for every class, because the imports are just hard coded like this. So it's not very flexible, but. As it is probably contained in the module that does all the parsing, it's bearable. Okay, very nice. And so tomorrow you're going to continue and then make the parser work as well, right? Yeah, I hope so. Okay, so I think we're done. Thanks for joining today, and hope to see you all again tomorrow. We start again at 10. I don't think we need to do an intro session tomorrow at 10 on Zoom. We can just basically head on directly into Discord. And then tomorrow we'll do the final session at 17:00 Uhr. And then, have the final presentations there. And, you know, I mean, the main principle here is to have fun. If something doesn't work, you have a negative result, that's fine as well. I mean, at least you've tried, you know where the problems are, and so you will know what to avoid in the future, which is always good. Okay. Have a nice evening. See you tomorrow. Bye-bye. Thank you very much. Bye-bye. You too. Bye. Okay. Thank you. Bye. Ja, Klaus, erzähl doch mal. Ja, hau rein. Was haben wir gemacht? Ja, wir haben uns jetzt den Airflow noch mal ein bisschen mehr im Detail angeschaut, vor allen Dingen, wie wir die einzelnen Tasks, die dort gemacht werden, triggern können und festgestellt, es gibt zwar eine umfangreiche Dokumentation, aber wenn man die Dinge verstehen will, dann bleibt einem es dort nicht erspart, letzten Endes in den Quelltext reinzuschauen, zu gucken. Wie es genau funktioniert. Und jetzt hat hier gerade Marc-André so ein Beispiel hier im Screensharing drin. Das sind alles so verschiedene Operationen, die hintereinander ablaufen sollen. Also so von links nach rechts sollen die erfolgen. Die untereinander stehen, die können mehr oder weniger parallel ablaufen. Ja, aber der rechts davon stehende, der darf dann erst laufen, wenn die anderen drei in diesem Fall dann hier gelaufen sind oder die vorherigen vier. Und so kann man dann die Rules festlegen. Es wartet also einer auf den nächsten, bevor die nächste Ausführung hier vonstatten gehen darf. Dann seht ihr da zwei, die sind rot. Da haben wir Fehler eingebaut. Das bedeutet, die sind also nicht fehlerfrei durchgelaufen. Und dann kann man hier auch das System so einstellen, dass gesagt wird, dass jetzt zum Beispiel ob 3, das ist von links da der dritte, bei dem die drei Pfeile wieder zusammenlaufen,
dass der entweder nur laufen darf, wenn alle Parents, also ob 1, 2 und 2a fehlerfrei durchgelaufen sind, oder ob er auch einen oder auch möglicherweise mehrere Fehler toleriert. Das bedeutet hier, wir haben ihn so eingestellt, dass wenn einer failt, dann ist das kein Problem, dann legt er trotzdem los, läuft dann mit ob 4 weiter. Und ob 6 hat ein Problem, der war genauso eingestellt. Und ja, da durfte ob 5 scheitern, der musste aber dann auf ob 4 warten. Und ganz am Schluss wollten wir dann noch sicherstellen, dass wir dann Finally Task haben können, die definitiv läuft, aber auch definitiv als letzter. Und da sind wir dann am Schluss ein bisschen dran gescheitert, das hier in diesem Scheduler mit einzubringen. Ansonsten war für mich Apache Airflow hier relativ neu, aber es ist quasi, ja, wie ich es gestern sagte, eine Art ConTab on Speed. Man kann sehr, sehr viele Scheduler sehr, sehr feinkörnig einstellen und auch schedulen für eben Operationen, die hier erfolgen sollen. Die können vielfältig sein, das können Bash-Skripte sein, wo ihr alles schreiben könnt, was ihr wollt. Ja, das nennt sich nachher dann so ein Deck hier, weil dann eben Graph von diesen ganzen Tasks aufgebaut wird, die nebeneinander und nacheinander ablaufen dürfen. Oder ihr könnt das auch direkt mit Python einschreiben, was zu tun ist. Und es gibt auch viele Schnittstellen zu allen möglichen Datenbanken, die man dann übers Netz abzapfen kann, um deren Daten irgendwie abzufragen, mit denen was zu tun, die Ergebnisse dann eben irgendwo anders wieder hinzuschreiben. So, und was ihr da macht, das bleibt euch im Grunde genommen selbst überlassen. Das System ist da relativ frei. Die Beispiele, die wir gefunden haben, die dienten gar nicht mal dafür, Daten groß von A nach B zu schieben, sondern einfach nur irgendein bisschen was zu tun und das halt nach bestimmten Regeln. Das bedeutet also, tue erst das, dann tue das zweite und alles sind so auf verschiedene Tasks eben aufgeteilt. Jo. Marc-André hat vielleicht auch noch eine etwas weniger konfuse Darstellung des Workflows, der da drin funktioniert. Und dann gebe ich mal weiter an Marc-André. Ne? Ich kann hier noch ein bisschen mehr erzählen. Also die erstmal ist das hier das zentrale Interface, das man hat. Also hier werden die ganzen DAGs definiert und dann aufgelistet. Diese DAGs, die man hier sieht, die müssen alle in einem Verzeichnis liegen. Airflow merkt automatisch, wenn da ein neues Programm drin liegt, neue Python-Datei drin liegt und zeigt die dann hier drin an. Man kann die relativ leicht administrieren. Also hier hat man einen On-Off-Knopf. Da kann man einstellen, ob dieser DAG laufen soll oder nicht. Man kann hier für jeden DAG ein Schedule definieren. Das, was man hier sieht, ist halt ein ConTab-Eintrag. Also diese zum Beispiel laufen einmal pro Tag, Mitternacht. Man kann das auch allgemeiner machen durch so ein Daily hier oder man kann sagen, hier dieser DAG soll überhaupt nicht über einen Scheduler laufen, sondern soll nur halt manuell getriggert werden können. Das kann man alles so einstellen, ist sehr flexibel. Dann kann man hier direkt zugreifen auf die letzten Läufe und zwar aufgeteilt nach dem jeweiligen Status, wo die dann wie sie dann letztendlich dann abgelaufen sind, ob es Fehler gab oder nicht. Also dieses Grün hier ist dann halt das fehlerfrei durchgelaufen. Rot ist da als was schiefgegangen und dieses Orange hier, das ist Upstream Failed. Das heißt, da ist ein Fehler gewesen während des Laufs, sodass das Ganze halt nicht weiterlaufen konnte. Hier kann man direkt zugreifen auf diese verschiedenen Bestandteile des DAGs. Man kann auch direkt hier vorne draufklicken, dann kommt man hier in diese Darstellung von den DAGs mit den verschiedene Darstellungen kann man sich anwählen hier. Man kann den Graph View machen, wo man das schön grafisch aufgezeigt kriegt, wie das alles zusammenhängt. Man kann hier den Tree View machen, wo man die ganzen verschiedenen Läufe, die in letzter Zeit passiert sind, angezeigt bekommt und zwar runtergebrochen bis auf die einzelnen Tasks. Also man sieht hier in jeder Zeile ein Task und dann hier grün oder halt gelb, wenn davor irgendwas schiefgegangen ist oder halt rot, wenn direkt was schiefgegangen ist, kann da draufklicken und kommt man ziemlich schnell Informationen in diesem schwarzen Kasten.
die dann auch schon weiterhelfen kann. Oder man klickt halt drauf und kann dann direkt sich die Logdateien zu diesen verschiedenen Sachen angucken. Gerade mit den Logdateien ist das also sehr schön. Wenn man hier drauf geht und dann sagt View Logs, dann hat man also ziemlich direkten Zugriff auf die Logdatei, kann sofort gucken, was ist in diesem einen Lauf passiert. Und dann sieht man hier, aha, hier ist der Traceback, da ist also irgendwas schiefgegangen. Was auch sehr schön ist, das hatten wir jetzt als letztes rausgekriegt, ist, wenn man kann definieren, dass eine Operation mehrfach ausgeführt wird. Mal solche Retries kann man definieren. Und dann ist es so, wir haben das hier mal bei diesem Operation 5 gemacht, dann ist es so, dass er tatsächlich dann hier die Logdateien für jeden Retry dann einzeln da hinlegt. Wenn man jetzt hier draufklickt, kann man also dann zwischen den verschiedenen Retries auch nochmal hin und her wählen und sieht dann, was dann in jedem Retry passiert ist. Die Retries, die können auch mit einem Delay gemacht werden, die können mit einem Exponential Backoff gemacht werden, dass das dann ist also die Delays, die er dann macht zwischen den Retries immer länger werden, damit man halt keine externen Ressourcen irgendwie zu stark beansprucht. Und man kann natürlich dann auch sagen, okay, maximal sollst du so lange deine Retries machen, damit das dann auch endlich bleibt, das Ganze, und das nicht ewig weitergeht. Daneben gibt es auch eine ganze Reihe weiterer Möglichkeiten. Ich muss jetzt gerade mal den richtigen Tab suchen dafür, da ist er schon. Man kann also automatisch hingehen und kann sagen, er soll jetzt eine E-Mail verschicken, wenn irgendwas schief geht. Wenn man zum Beispiel eine Failure hat, soll man eine E-Mail schicken, dann macht man hier True. Wenn man einen Retry macht, kann man auch eine E-Mail schicken lassen. Man kann in diesen Default-Args, die man im DAG global definiert, kann man Parameter für alle Operatoren, die man in dem DAG definiert, kann man hier einmal einstellen, dass man die nicht jedes Mal neu schreiben muss. Und wie man sieht, gibt es eine ganze Reihe Möglichkeiten, die man hier noch angeben kann. Unter anderem halt auch solche On-Failure-Callbacks oder On-Success-Callbacks. Also man kann zusätzlich hingehen und immer, wenn der DAG dann also so eine Task ausführt und dann halt feststellt, Mensch, hier ist was schiefgegangen, dann kann man halt nochmal so eine Art Failure-Funktion hier zum Beispiel definieren, die dann aufgerufen wird und noch vielleicht irgendwas extra macht. Das kann zum Beispiel sein, dass jetzt das Airflow jetzt rausgeht und meinetwegen so eine Notification per SMS verschickt oder irgendwie zu einem anderen, zu einem anderen Operator dann halt greift, um dann halt irgendwelche Sachen irgendwie ein bisschen anders zu machen. Was wir noch gefunden haben, ist, dass man diese DAG-Abläufe, die hier drin sind, die sind jetzt hier in diesem Beispiel, sind die hart verdrahtet. Das heißt, es ist also festgelegt, dass OP1 zum Beispiel vor OP3 laufen soll. Es geht aber auch so, dass man zum Beispiel hier bei OP1 sieht man das. Man könnte hingehen und dann programmatisch dem DAG mitteilen, okay, du guck dir jetzt mal diese Variable an und abhängig von dem Wert in dieser Variable, nimm jetzt diesen Branch oder diesen Branch oder diesen Branch. Ja? Das heißt, man hat solche, kann das Ganze auffächern, je nachdem, was für eine Situation man gerade so hat. Und insgesamt ist es sowieso so, dass es relativ viele von diesen Operatoren gibt. Das, was wir hauptsächlich verwendet haben, ist das der Python-Operator. Den sieht man jetzt dann auch hier. Ja, hier definiert man den DAG und dann hängt man hier unten solche Python-Operator rein. Ups, was habe ich jetzt gemacht? Das war jetzt nicht richtig. Python-Operator rein. Die Python-Operator, die kriegen diesen Callable mit und dieses Callable ist halt eine ganz normale Funktion in Python, die man dann hier definiert zum Beispiel. Und was dieser Operator macht, ist, er nimmt einfach dann die Argumente, die reingegeben werden sollen zu diesem Callable, die kann man noch ein bisschen erweitern. Einmal kann man sagen, ich möchte gerne den kompletten Kontext mitgeliefert bekommen als Keyword-Arguments. Dann kriegt man jede Menge Umgebungsvariablen von Airflow mitgeliefert, was ganz praktisch ist. Da steht dann zum Beispiel drin, wann halt der DAG angefangen hat zu laufen, wann die Task angefangen hat zu laufen und so weiter. Gibt es eine ganze Reihe. Man kann aber auch selbst welche noch extra definieren. Was wir hier mal gemacht haben, ist, wir wollten ein Verzeichnis haben, wo wir Dateien ablegen können pro DAG-Run. Und dazu haben wir uns hier so eine globale Variable definiert, der Quandeur, die dann hier Ginger-Variablen verwendet.
Und das Ganze ist also ein Template, ein Ginger-Template. Und diese Ginger-Templates, die kann man hier in diese, in diesen Parametern verwenden. Ob Keyword Arguments heißt das hier. Da haben wir diese Template reingestellt. Und was dann passiert ist, dass wenn dieser Operator läuft, also diese Taskets läuft, zu dem Zeitpunkt wird dann die Template genommen und wird dann gerendert. Und das Gerenderte wird dann halt übergeben an die Funktion. In diesem Fall also dann ein Verzeichnis im temporären im Slash-Temp, also im temporären Verzeichnisbaum, wo man dann halt Dateien reinlegen kann. Und diese Dateien sind dann halt im ganzen DAG verfügbar, also für sämtliche Tasks, die drin laufen, was ganz praktisch ist. Und wir haben das dann halt, oder wollten das zumindest mit diesem Final dann so lösen, dass nachdem der Init dann dieses Verzeichnis angelegt hat hier, sollte im Final dann halt das Verzeichnis entsprechend aufgeräumt werden, also gelöscht werden. Nur das hat nicht so richtig gut funktioniert, weil nämlich es zwar so ist, dass man das Final auf jeden Fall laufen lassen kann, indem man halt den Trigger so einstellt, dass die Ereignisse, die davor gewesen sind, die können auch die Fehler haben, das muss wird dann trotzdem ausgeführt. Aber es ist leider so, dass der Scheduler halt hingeht und sich dann die Reihenfolge dieser verschiedenen Tasks so zusammenbaut, wie es ihm halt gerade passt. In diesem Fall ist es so, dass Op First und Op 5 gleichzeitig starten. Und dann ist natürlich der Scheduler sehr viel früher bei Op Final, nämlich zu dem gleichen Zeitpunkt, wenn er Op 3 ausführt. Ne, dann macht dann erst dieses und dann diese ganzen Schritte und dann Op 3. Das ist genau das gleiche, wie wenn er erst Op 5 macht, Op 6 und dann Op Final. Sodass es so ist, dass Op Final tatsächlich früher ausgeführt wird als zum Beispiel Op 4. Und das ist natürlich nicht ganz im Sinne des Erfinders, weil wir ja eigentlich das so haben wollten, dass dieses Verzeichnis die ganze Zeit bestehen bleibt. Da haben wir keine Lösung für gefunden. Da müsste man sicherlich noch irgendwas schreiben. Ja, und dann haben wir uns noch ein paar andere Features angeguckt. Da will ich jetzt aber jetzt nicht so sehr in die Details gehen. Man kann noch ein paar andere Sachen machen mit Airflow. Insgesamt ist das ein sehr schönes Tool. Ist es an einigen Stellen ein bisschen overengineert, hatten wir so den Eindruck. Wenn man sich aber darauf konzentriert, dass man tatsächlich Airflow nur benutzt, um diese verschiedenen Python-Funktionen, die man jetzt da definiert, dann anzusteuern und das zu kontrollieren, in welcher Reihenfolge die ausgeführt werden und auch definiert, wie die ausgeführt werden sollen, sprich, was passieren soll, wenn ein Fehler passiert, dann kann man das Tool, glaube ich, sehr, sehr gut verwenden. Es ist super schnell zu installieren, ist einfach nur ein Pip-Install weit weg. Und auch die ganze Art und Weise, wie man damit arbeitet, ist sehr simpel. Man muss einfach nur diese Dateien in so ein Verzeichnis reinschreiben und dann sieht man die automatisch auch schon in diesem UI und kann die dann halt starten und dann laufen lassen. Also kann ich nur empfehlen, wenn man sowas mal machen muss, wenn man halt ein bisschen mehr braucht als jetzt ein Crontab, sich dann sowas anzugucken. Das Ganze läuft mit SQLite ganz prima. Wenn man tatsächlich parallele Ausführungen haben möchte, muss man allerdings eine Datenbank benutzen, die ein bisschen mehr kann, also Postgres oder MySQL. Ja, und das zu installieren ist halt auch nicht so schwierig. Gut, das war's. Gibt es irgendwelche Fragen? Das ist ein bisschen strange, dass Op Final schon vorher ausgeführt wird, weil es sieht ja da zumindest so aus, als wenn es halt die Ergebnisse von Op 6 nutzt und ja, da müsste doch dann schon alles drin sein, ne? Das ist richtig. Das liegt daran, dass es ist so, dass Op 6 ist, siehst du, hier steht Upstream Failed. Das liegt daran, dass Op 5 so konfiguriert ist von uns, halt durch dieses Fail, was wir hier unten haben, dass da halt ein Fehler passiert. Und wenn ein Fehler passiert, dann ist es so, dass die nächste Node, die davon abhängig ist, die wird dann auf Failure gesetzt, also Upstream Failed, um genau zu sein. Jetzt haben wir aber dieses Op Final so konfiguriert. Wenn man hier runter geht, sieht man das. Op Final ist so konfiguriert, dass es ausgeführt werden kann, sobald alle Parents von diesem Op Final ausgeführt wurden. Egal, ob die jetzt Success hatten oder Failure hatten oder Upstream Failure hatten, es spielt keine Rolle.
Der Scheduler weiß dann, aha, ich kann OpFinal ausführen, sobald ich OpSec jetzt durchgeführt habe, egal was rauskommt. Und das hat dann zur Folge, dass der Scheduler tatsächlich dann halt OpFünf, OpSechs und dann OpFinal ausführt, in der Reihenfolge und auch in den Schritten. Während er hier vorne erst bei OpFirst dran ist und dann zum Beispiel OpEins und dann OpDrei macht. Ja? Das heißt, OP4 ist dann noch gar nicht gelaufen. Man sieht an dem Tree, dass OP5 also keine Startbedingung hat. Die kann irgendwann starten und es obliegt OP6, dass sie sagt, okay, jetzt muss ich auch noch auf OP4 warten oder nicht. Ja, und wir hatten dieses oder nicht drin und dann sagt er, da haben wir erstmal ein Problem. Und was sich leider herausgestellt hat, ist, wir haben zwar den Trigger für OpFinal so gesetzt, dass sämtliche Parents zumindest gelaufen sein müssen, egal ob jetzt der Ausgang einen Fehler erbracht hat oder nicht. Und das bezieht sich leider nur auf den unmittelbar direkten Parent, also auf OP6 und nicht auf sämtliche Nodes, die sich in dem Graphen dann noch weiter links befinden. So, wäre das der Fall, dann wäre dieses Final tatsächlich erst dann ausgeführt worden, wenn auch alle anderen Nodes zumindest versucht hätten zu laufen. Das ist aber nicht der Fall. So, und dafür haben wir jetzt zumindest keine eingebaute Lösung gefunden. Wir sind durchaus oder ja, sicher, da wird sich was finden lassen, aber das muss man wahrscheinlich selber anflanschen. Aber eingebaut, nein. Zumindest haben wir es nicht gefunden jetzt am heutigen Tag. Was sehr schön ist, ist, dass man, dadurch, dass halt alles Python ist, kann man also relativ leicht auch eigene solche Operatoren schreiben. Im Grunde genommen muss man nur hingehen und muss dann halt eine Klasse definieren, die von dem Base-Operator dann abgeleitet ist. Und da muss man ein Execute definieren oder ein Run. Ich weiß nicht mehr genau, wie das jetzt hieß. Aber eine Methode, die wird aufgerufen, das ist es dann. Ne? Und da kann man dann halt reinschreiben, was man möchte. Ist also relativ leicht, das Ganze zu erweitern, auch um Sachen, die jetzt noch so gar nicht vorgesehen sind. Wie gesagt, gibt es schon eine ganze Reihe von solchen Operators, die da definiert sind. Wir hatten uns auch angeguckt, solche sogenannten Hooks, die da drin sind. Da hatten wir eigentlich erst gedacht, dass das halt so eine Art Integration sind von anderen Systemen, direkt in Airflow. Ist aber leider nicht so ganz so, wie wir uns das vorgestellt hatten. Also es ist zum Beispiel nicht so, dass man jetzt sagen kann, ich hätte jetzt gerne meinetwegen zum Beispiel Slack haben wir gefunden, eine Slack-Integration, dass man dann sagt, okay, ich habe jetzt direkt also ein Slack-Interface, das ich jetzt benutzen kann. Was dieser Hook tatsächlich nur macht, ist, er nutzt halt dieses Slack-Interface, was man von PyPI bekommt und stellt das einfach nur als Attribut zur Verfügung. Das kann man dann halt benutzen, um dann halt alles zu machen. Also man kriegt keine gesonderten Methoden und sowas da irgendwie ein bisschen besser integriert in das ganze System. Das war also so ein bisschen so eine Stelle, wo wir gesehen haben, Mensch, da das hätte man sich dann auch komplett sparen können, hätte man lieber direkt dann halt dieses Slack-Interface in so einen Operator meinetwegen gepackt und das dann halt definiert. Das war also nicht ganz so gut. Manchmal stößt man auch auf Fälle, wo dann die Terminologie ein bisschen merkwürdig ist. Zum Beispiel dieses Trigger-Rule, was hier drin steht, was im Endeffekt definiert, ob diese Task starten darf und wann sie starten darf im Verhältnis zu dem, was halt mit den Parents passiert. Da wäre sicherlich ein anderer Name ein bisschen sinnvoller, weil tatsächlich wird nichts getriggert, sondern das ist eigentlich so eine Art Dependency-Rule, was man da drin stehen hat. Eine andere Sache ist, dass wir hier dann diese Connections gefunden hatten, wo wir dachten, juhu, wir können jetzt sofort überall Connections aufbauen zu allen möglichen Datenbanken, die man hier drin so sieht. Also so ein Azure hier zum Beispiel oder so ein Druid oder so ein EMR aus AWS, könnte man direkt eine Connection aufbauen. Tatsächlich hat sich aber herausgestellt, dass das keine echten Connections sind, sondern das sind eigentlich Connection Details, die man hier hat. Das heißt, alles, was das hier bietet, ist eine Datenbank, wo man solche Secrets speichern kann, also Zugangsdaten. Und die kann man dann halt direkt verwenden in seinen DAGs, ohne jetzt überall die ganzen Secrets reinschreiben zu müssen.
Ist ganz praktisch, aber wie gesagt, wäre ein anderer Name vielleicht ein bisschen sinnvoller gewesen. Ja. Das war's. Gut. Was ist so der Eindruck? Würdest du das benutzen oder ist es einfach vielleicht einfach irgendwelche beiden Funktionen oder Tasks? Also ich kann mir sehr gut vorstellen, das zu nutzen, weil dieses, wenn man sich tatsächlich auf die Funktionalität konzentriert, die es offensichtlich eigentlich nur haben sollte, nämlich dass es tatsächlich nur darum geht, diese DAG-Programme, sage ich jetzt mal, auszuführen und dann eine gute Übersicht zu liefern, wie die laufen und ob sie laufen, würde ich das also garantiert nutzen. Was ich vor allen Dingen ganz klasse finde, weil ich das halt aus, ich kenne das aus anderen Anwendungen, das ist die Möglichkeit, dass man hier einfach so hinklicken kann. Ja, man geht dann in so ein DAG rein, will jetzt sehen, okay, was ist jetzt hier schiefgelaufen, klickt hier auf das Log und hat sofort die Logdatei. Wenn man also sowas selber schreibt per Hand, dann kriegst du meistens, entweder kriegst du so viele Logdateien in dein Verzeichnis geschrieben, dass du nicht weißt, wo du gucken musst, oder du hast eine riesige Logdatei, wo du dann halt diese ganzen verschiedenen Entries alle dann irgendwie rauspicken musst. Das ist unglaublich viel einfacher hier zu nutzen. Also hier gehst du direkt rein, da ist mein Traceback, prima. Wird gelöst, also änderst das Programm, sagst du Refresh, sagst du Trigger DAG, ja, kannst hier noch so Parameter eingeben, wenn du möchtest, sagst du Trigger und es fängt an zu laufen. Dann kannst du hier hingehen, es dauert zwar ein bisschen, bis das alles so läuft, kannst du dann hier regelmäßig draufklicken, Update machen, aber du siehst hier tatsächlich, wie es ausgeführt wird. Das ist schon toll. Also. Hattet ihr diese Geschichte von gestern, dass da irgendwie eine Minute gedauert hat, bis ihr das eingesammelt habt und so? Habt ihr das irgendwie noch rausgekriegt? Nee, leider nicht. Wir haben überall geguckt, wir haben sogar in die Datenbank selbst reingeguckt. Das sind die Tabellen von dem Airflow. Aber wir haben es nicht gefunden. Also wir hatten zum Beispiel gedacht, dass vielleicht irgendwo der Scheduler diese Minute da so reinbastelt, indem er so ein Startdate vielleicht vorgibt oder so. Aber ist nicht. Also es ist irgendwo im Code, wird das entweder hardcodiert sein oder es ist mit irgendeiner Konfigurationsvariable besetzt, die wir auch nicht gefunden haben. Wir haben also wirklich die ganze Konfigurationsdatei mal durchgeforstet und nach irgendwas gesucht. Wir haben es nicht rausgekriegt. Also es ist tatsächlich so, dass man immer Kaffeepausen einbauen muss, wenn man mal was geändert hat. Fühlt sich ein bisschen so an, wenn man das entwickelt, wie früher beim C-Compiler. Ja? Also man hat einen Bug gefixt, dann muss man den Compiler wieder anstoßen, dann muss man es laufen lassen, dann kann man feststellen, ob es klappt. Ist hier ganz ähnlich. Man wartet einfach darauf, bis er dann halt irgendwas gemacht hat. Ne? Wenn du siehst, er fängt gerade an, was zu machen. Ja gut, Ding braucht Weile. Ne? Also. Es ist halt, muss man dazu sagen, es ist ja ein Tool, das ist geschrieben worden, um halt Terabytes von Daten durch die Gegend zu schaufeln. Ne? Dass solche Sachen länger als eine Minute dauern, das ist irgendwie völlig klar. Was ich gleichzeitig nicht so richtig sehe, ist, in den Konferenzen wird ganz viel im Moment davon geredet, von der sogenannten Latency. Also das heißt, wie lange dauert es, meine Daten von meinem Source-System in mein Data Lake oder mein Data Warehouse hineinzuschieben. Und da reden sie alle davon, ja, das ist jetzt mit 5 Minuten und so. Und das ist jetzt, einige sind jetzt schon bei einer Minute und die möchten das gerne auf Sekunden runterkriegen. Ja, da hilft natürlich jetzt so ein Delay, der jetzt ja komplett artifiziell irgendwie da drin ist, gar nicht. Ne? Also da möchte man, dass das sofort durchgetaktet wird und so schnell wie möglich läuft. Wird sich also in der Richtung sicherlich noch was ändern in Zukunft. Ja, das ist eine andere Sache, das ist so eine UI-Geschichte. Also es wäre schön, wenn das ein Auto-Update hätte, ja, dass ich nicht immer hier draufklicken muss, damit das dann halt irgendwie sich verändert. Also das könnte man sicherlich auch noch ein bisschen schöner machen. Das Ganze ist in pure Python geschrieben. Ja, das ist eine Flask-Applikation. Und alles, was dahinter steckt, ist in Python gemacht.
Ein Detail haben wir noch gesehen, was ich ganz spannend fand, ist, man kann tatsächlich JDBC-Driver da ansprechen, also eigentlich für Java gedachte Datenbank-Treiber. Da gibt es so ein Tool, das heißt, wie heißt es? Hier, dieses JDB-API heißt das. Das kannte ich noch nicht und finde, das muss man unbedingt mal angucken. Da kann man also tatsächlich hingehen und kann dann sagen, ich möchte jetzt gerne, hier unten ist ein Beispiel auch, ich möchte jetzt gerne so einen JDBC-Treiber benutzen, den ich jetzt hier in dieser Jar-File liegen habe. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wie das in Java so läuft. In Java wird alles mit diesen Jar-Files gemacht. Und wenn man jetzt einen JDBC-Treiber zum Beispiel installieren will in einer Applikation, dann funktioniert das immer so, dass man diese Jar-File in ein bestimmtes Verzeichnis reinbaut und das dann meistens eine Konfigurationsdatei nochmal angibt. Ich möchte die gerne jetzt verwenden. Dann startet man Java neu und dann kennt es das und kann man sofort verwenden. So dass man also diese Jar-Files kriegt man also ohne weiteres und kann die installieren. So, natürlich braucht man dafür Java, ne? Und scheinbar kriegt dieses Teil das hin über diese Schnittstelle hier, die heißt JPipe, dann im Hintergrund so ein Java laufen zu lassen. Das Java, das zieht dann diesen JDBC-Treiber rein. Und wie das genau funktioniert, weiß ich jetzt nicht, aber es bietet dann halt eine, auf der Python-Seite bietet es dann eine Verbindung zu diesem JDBC-Treiber und man kann dann halt da ganz normal halt über wie DB-API halt kann man dann irgendwelche Sachen absetzen hier. Das ist eine tolle Sache, weil diese JDBC-Treiber sehr viel, die sind sehr robust, die sind sehr stabil, die funktionieren alle mehr oder weniger gleich. Du kriegst für alle Datenbanken einen JDBC-Treiber. Und vor allen Dingen ist es so, dass sehr viel in diesem ganzen Big Data-Bereich ist tatsächlich in Java geschrieben, sodass die Schnittstelle, die man üblicherweise hat, tatsächlich dann dieser JDBC-Treiber ist. Das ist also eine tolle Sache. Kann ich also nur empfehlen, sich das mal anzugucken. So heißt das. So, noch welche Fragen? Gut, dann würde ich mal vorschlagen, Jochen und Jens machen als Nächste. Jo, ja, ich kann vielleicht anfangen. Also ja, wir haben zusammen und auch alleine was gemacht. Jetzt kann ich meinen Bildschirm. Dann schalte ich das nämlich gleich mal an. Da muss ich hier ausschalten. Jetzt kannst du. Jens, dein Audio ist ziemlich zerhackt. Yeah. Kann das an deinem. Ja, ihr hört euch auch total zerhackt an. So ist es nicht. Ja, aber nur, also für uns klingt es nur du zerhackt. Das beruht also auf Internet, aber vielleicht. Ja, vielleicht ist Chromium nicht die beste Variante dafür. Okay. Ja, also ich habe, was Deployment Setup anbelangt, bin ich eigentlich nur hingegangen, habe in meinem Projekt das Ganze ein bisschen verallgemeinert. Also ich habe im Grunde genommen oft die Namen rausgenommen von dem konkreten Projektnamen und einfach durch Django ersetzt, weil der Django-Container halt, der heißt dann halt Django-Container. Die Idee war, dass ich dann halt den Source-Code davon schneller für andere Projekte verwenden kann. Und eventuell könnte man das dann noch ändern, dass man ja, das irgendwie noch generischer macht, dass man es irgendwie auslagert oder so. Aber ja, weiß nicht konkret, ob das eine gute Idee ist. Dann habe ich Whisky rausgeschmissen und durch Gunnycorn ersetzt. Ja. Ja, hier zum Beispiel Docker Compose, ne, der Containername einfach alles nach Django umbenannt. Dann ist es halt allgemeingültiger. Ja. Das war es eigentlich. Und ja, vielleicht
vielleicht könnte man da hingehen und ja, das irgendwie diesen Deployment-Kram rausziehen aus dem Projekt und separieren davon, um das dann halt in mehreren anderen Projekten auch zu verwenden. Aber naja, ist so die Frage, ne? Und das, jeder macht das ja auch immer ein bisschen anders und ja, schwierig. Ja, dann das andere kann der Jochen, glaube ich, am besten. Ja, genau. Ja, es war alles so ein bisschen, wir hatten ja auch da am Anfang mehrere, ich kann ja auch mal mein Screen hier sharen. Wow. Ui, ich wusste gar nicht, dass ich so viele Screens habe. Welchen nehme ich denn jetzt? Desktop 1, Desktop 2, Desktop 2 nehme ich mal den. Klingt doch gut. Jetzt müsste sie eigentlich irgendwie was Weißes, so ein weißes Browserfenster sehen zum Beispiel. Nee, noch ja, nicht. Oder genau, doch, aber das stimmt schon halbwegs, ne? Genau so. Ja, also was mir eigentlich, also ehrlich gesagt, so wirklich viel geschafft haben wir nicht, aber mir ist jetzt deutlich klarer, was ich eigentlich machen will. Insofern hat es sich durchaus gelohnt. Das ist schon mal voll gut. Ich glaube, was ich tatsächlich brauche, ist halt, oder was der Teil, der mich interessiert, ist halt, wie kriege ich Dinge automatisch deployed, wenn ich zum Beispiel irgendwie einen Push mache in irgendeinem Repository, dass das dann halt alles automatisch rausgerollt wird oder dass ich das vielleicht auch von einem Projekt aus selber anstoßen kann. Aber egal wie, man braucht auf jeden Fall irgendeine Instanz, die außerhalb von dem Projekt selber läuft, weil, naja, wenn das Projekt neu deployed wird und zum Beispiel in einem Docker lebt oder so, dann kann es sich irgendwie selber ja nicht, kann es keine Log-Ausgaben von sich selber mehr irgendwohin einem zeigen, weil es ist ja dann weg. Ja, das funktioniert irgendwie nicht. Also muss es irgendwas außerhalb sein. Und ich habe jetzt dann heute mal damit angefangen, deswegen ist das alles noch super roh, aber es funktioniert, glaube ich, schon so halbwegs. Also ich habe das jetzt hier mal einfach so ein Beispiel. Das hier ist eine Seite, die eigentlich nichts tut, aber da ist einfach so ein Hello World drauf. Jochen, dein Screensharing scheint nicht zu funktionieren. Also zumindest ich sehe nichts. Oh, okay. Moment, ich kann ja nochmal probieren, das zu ändern. Probieren wir mal das. Ach so, Moment. Ach, das... Der Button hat noch nicht funktioniert. Ja, jetzt kommt was. Jetzt funktioniert es? Okay, alles klar. Genau, also da sieht man, das ist einfach nur so eine Seite. Hello World View, da steht nichts drin. Und ich habe hier jetzt einfach mal, das ist jetzt auf meinem lokalen Rechner. Das ist dieser View. Und jetzt mache ich daraus mal ein Hello Cruel World. Pushe das mal. Und was dann passiert ist, dass man auf GitHub eigentlich sieht, jetzt, ich müsste hier irgendwo haben, es gibt so GitHub Actions und die wird jetzt ausgeführt und die müsste eigentlich jetzt dafür sorgen, also die postet das jetzt, die macht jetzt einen Post auf eine andere URL und ach shit, Moment, jetzt hat es nicht funktioniert. Oh no. Hat das schon gereicht? Aha. Kann ich dieses Ding nochmal ausführen? Ich glaube, da musst du auf diese drei Punkte drücken, da kannst du das nochmal starten. Nee. Okay. Okay, war vorhin oben rechts ein Retry oder so. Auf dem, ja, geh nochmal auf den Job drauf und dann Rerun Job da oben rechts. Oben rechts. Ja, genau. Okay. Ich muss jetzt noch auf Rerun All Jobs gehen. Ja, GitHub halt. Ne? So, jetzt ist es gecued. Also, ich meine, es macht nichts Wildes, das sieht jetzt aus, als würde es sonst was tun. Es macht einfach nur einen Post-Request, das ist alles. Ja, da kommt er. Und genau, jetzt sieht man auch hier, das ist einfach so ein Websocket-Chat-Beispiel, was ich genommen habe. Also das hat jetzt einen Post-Request hier auf den Webserver hier gemacht und der hat halt einen Websocket und das gebe ich jetzt einfach aus. Und das sind sozusagen Ansible-Ausgaben von einem Skript, was aufgerufen wird. Genau, und das läuft dann halt da so durch. Genau, das ist halt die API von dem
von diesem Dings da, und das, was es aufruft, ist halt dieser Post-Deploy-Dings da, und das andere ist halt dieses Get-Ding, was man hier sieht, wo das dann so durchläuft. Ja, das tut dann so eine ganze Menge, das installiert Poetry und installiert dann irgendwelche Sachen, erzeugt einen User, legt eine Datenbank an, halt diesen ganzen Kram, den man so machen muss, wenn man halt einen Dienst deployt. Genau. Ich weiß jetzt nicht, ist das jetzt, ach, das Deployment ist complete, okay. Und jetzt müsste, wenn ich jetzt hier Reload mache, müsste das ja ersetzt worden sein. Und das ist es auch. Das heißt, es ist tatsächlich komplett einmal durchgelaufen, von lokaler Maschine Push bis halt einmal durch GitHub, dann auf den Webserver, dann das Ansible-Skript aufgerufen, wieder zurück auf die Maschine da draußen. Ja. Ja, gut. Und zeig doch mal das Skript, wo wir dran rumgebastelt haben. Genau, das ist eigentlich, ja, genau, was das Ding macht. Das ist halt so ein Fast-API Webserver. Der ist eigentlich relativ einfach. Also was das Ding das macht nicht viel, das alles in einem File. Das ist das HTML, das dann hinterher das Log anzeigt, sozusagen über den WebSocket. Und die entscheidenden Endpoints sind halt einmal hier dieses Deploy, was dann halt, das ist halt das Tolle. Deswegen habe ich auch Fast API genommen und nicht Django, was ich normalerweise immer mache, aber was bei Django halt nicht so einfach wäre, oder da müsste man dann sowas mit sowas anfangen wie Salary oder irgendwelchen anderen Background-Tasks. Bei Fast API kann man, nachdem ein Request durch ist, da das halt alles async-basiert ist, kann man halt sagen, okay, jetzt nimm halt diese Coroutine und führe sie auf der Event-Loop aus, nachdem der Request durch ist. Also der Request ist sozusagen schon zurückgeschickt und dann läuft dahinterher noch ein Background-Task. Und der kann dann ja eben so etwas tun wie einen Subprozess aufmachen und sich da dranhängen und dann halt das halt lesen. Und das ist jetzt natürlich sehr, sehr hässlich hier, aber wir haben jetzt auf die Schnelle keinen Weg gefunden, wie man den WebSocket da irgendwie übergeben kann oder neu aufmachen kann. Und der wird dann halt einfach da in eine globale Variable geschrieben und dann kann ich den hier auch verwenden. immer wenn dieses Deploy-Skript irgendwas auf Standard-Out rausgeschrieben hat und das hier gelesen wurde, dann wird das halt in den WebSocket reingeschrieben und dann sieht man es auf der Webseite halt. Und das ist halt alles der gleiche Prozess. Und es ist einfach nur Async, und nichts Wildes, ist nur ein einziger Prozess, der läuft und genau. Aber trotzdem kriegt man das damit dann sozusagen hin, dass man diese ganzen Dinge, die dann passieren muss, orchestrieren kann. Ja, und so vom Prinzip her müsste es funktionieren. Ist jetzt natürlich, man muss da noch einiges tun, damit es dann halt schön wird, aber so, dass es halt prinzipiell funktioniert, zeigt das halt schon mal. Ja. Das Problem, was du allerdings jetzt hier hast, ist ja, dass du musst ja GitHub quasi dann auf diesen Deploy-Endpoint zugreifen lassen können, ne? Ja. Da kann sich auch jeder andere drauf zugreifen, der jetzt weiß, wie das Ding heißt. Ne? Also genau, das heißt, irgendwas mit solchen Tokens oder so. Authentifizierung müsste man halt machen, ist nicht drin. Momentan ist es so Engrog heißt das irgendwie, das macht halt unter einer so kryptischen URL das Ding verfügbar. Ist auch mal schön, wenn man Leuten oder Kunden zeigen möchte, wie der Entwicklungsstand gerade ist, dann kann man halt sowas nach außen hingeben und es ist eigentlich nur ein Entwicklungsserver, der irgendwo lokal läuft. Aber eigentlich braucht man da eine saubere Authentifizierung, gibt es auch noch nicht, ja. Ja, klasse. Ja, wobei wir uns da ja überlegt haben, ja, was, also das hatten wir ja gestern, was kann man denn da machen? Ja, ich wollte eine Challenge-Response-Geschichte selbst implementieren. Aber theoretisch müsste es das ja auch schon geben, so. Das ist ja jetzt kein neues Problem, aber ja, ist so die Frage, was man da nehmen könnte. Ja. Also ich kenne es halt bloß auch aus dem Django-Bereich und ich habe auch, also was ich daran an dieser ganzen Authentifizierungsgeschichte übel finde, ist, dass ich mache das ja auch schon lange und beschäftige mich viel damit und ich habe keine gute Lösung sozusagen, also, oder man findet die gute Lösung nicht direkt, sondern meine aktuelle Empfehlung wäre einfach Session Authentication zu verwenden und mit HTTP-Only-Cookies. Aber das ist super unoffensichtlich, dass das die richtige Lösung ist für Authentifizierung. Und für APIs ist es natürlich Jochen, wir hören dich nicht mehr. Ja, jetzt habe ich auch seine Tonprobleme.
Jochen, hallo. Er hört uns auch nicht und redet jetzt weiter. Ja, der Chat. Dein Chat. Wo ist der Chat? Ich sehe keinen Chat da. Nee, ich weiß gar nicht. Hat Zoom einen Chat? Ja, unten. Ja, hat er unten, genau. Also, dieses Siri hat sich eingeschaltet und dann meine Ton merkt. Okay. Siri hat Siri, bestell, bla bla bla. Ja. Also, dieses ganze Thema Authentifizierung bei APIs, das, was scheinbar Best Practice zu sein scheint, das ist, dass man halt mit solchen Tokens arbeitet und diese dann über so ein Public-Key-Verfahren dann prüft. Ne? Dass man halt so einen Token hat, der dann im Grunde genommen so signiert ist und dann mit dem Public-Key-Verfahren dann halt guckt, ob das alles das auch richtig ist. Oder man macht das ganz einfach, dass man tatsächlich nur so einen Secret Key hat, den man halt mitschickt. Den schreibt man einfach in so einen Header rein beim HTTP-Request und dann kann man dann halt das API aufrufen. Ja, geht mein Mikrofon wieder? Grad. Ja, ja, okay. Ja, jetzt hören wir nicht wieder. Das gleiche, ich habe einfach das Audio-Interface gewechselt. So. Ja, aber also ich habe JSON Web Token auch eine ganze Zeit lang verwendet, aber das Problem ist, die sind halt auch kaputt. Und die Leute, die sich damit beschäftigen, sagen dann so, sagen halt so, nee, auf keinen Fall verwenden, die Sicherheitslücken bei JSON Web Token sind halt nicht nur in den Implementationen und die sind eigentlich nicht fixbar, weil das Protokoll ist schon kaputt und das sollte man eigentlich nicht nehmen, aber alle Leute da draußen nehmen das. Also es ist irgendwie echt eine Katastrophe. Also Du meinst JWT, ja? Ja. Ja. Ja, wobei das ist ja nochmal ein anderer Ansatz, ne? Da ist ja, du willst dann auch geheime Informationen noch hin und her schicken und sonst Zeug, ne? Und das in dem Falle braucht man das ja gar nicht. Man muss ja nur authentifizieren, ob GitHub halt das die Deployment Endpunkt antriggern darf oder nicht und sonst gar nichts. Aber ich nicht, dass ich wüsste, dass es da irgendetwas gibt, was man einfach so nehmen kann. Also ja, wie gesagt, Shared Secret ist da am besten. Also, ja, du baust einfach dir so ein Token. Man kann den Token noch so mit so einer Signatur verdongeln und dann auch einen Timeout da reinbauen. Das ist dann schon wieder so ein bisschen so ähnlich wie JWT, aber das funktioniert tatsächlich recht gut. Was ich allerdings insgesamt bei solchen Deployment-Geschichten machen würde, ich würde das Ganze andersrum aufsetzen. Ich würde sagen, ich habe in meinem VP, von meinem VPC, meinem Virtual Private Cloud, habe ich einen Daemon ranlaufen und dieser Daemon, der guckt immer nach bei GitHub oder bei GitLab oder wo auch immer man jetzt sein CD machen möchte. Gibt es da einen neuen Job für mich? Und nur wenn es einen neuen Job gibt, dann fängst du an, irgendwas zu machen. Das hat den Vorteil, dass man halt gar keine Verbindung von GitHub oder GitLab zu seinem Server überhaupt aufmachen muss. Und was man da machen kann, ist, man kann tatsächlich, also ich kenne das nur von dem GitLab Runner, da kann man tatsächlich hingehen und diesen GitLab Runner dafür verwenden, um sowas hinzubekommen, weil der sowieso schon eine Verbindung aufbaut zu dem GitLab und dann immer guckt, ob da neue CD-Jobs sind für ihn oder CI-Jobs in dem Fall und dann automatisch diese Jobs ausführt. Ja, also bei GitHub kann man das auch, man kann auch einen Runner bei sich selber laufen lassen, sozusagen, der halt dann angestoßen wird bei bestimmten Events. Das kann man auch machen, aber ich hätte halt auch gern irgendeine Geschichte, wo halt auch ein Service zum Beispiel selber nachgucken kann, wann bin ich denn das letzte Mal deployed worden? Ist denn alles okay gewesen? Man kann auch sowas machen, wie dann einen Benchmark anstoßen und zu gucken, hat sich bei einem Update jetzt irgendwie die Performance verschlechtert oder sowas und solche Sachen und dann, ja, dann ist man schon irgendwie relativ schnell bei einer eigenen Geschichte. Ja. Ja. Ja, keine Ahnung. Ja, das ist richtig, ja.
Ach, wir haben übrigens gelesen, dass man diesen Airflow scheinbar auch über so einen Endpoint anstoßen kann. Wie das genau funktioniert, haben wir eigentlich nicht gefunden. Das haben wir nur so im Vorbeigehen irgendwo gefunden und dann ganz schnell wieder vergessen. Das haben sie danach nicht mehr wieder gefunden. Das ist ja auch so eine Authentifizierungsfrage und Autorisierungsfrage. Nicht? Soll ja nicht jeder von außen auf dem Server dann irgendwas antriggern können. Ne? Ja. Nee, richtig, ja. Es gibt für Nginx gibt es so ein Modul, das diese ganze Authentifizierungsklamotte quasi für einen erledigt. Dann braucht die Applikation das nicht mehr zu machen. Ich habe dummerweise den Namen vergessen von dem Tool, aber ich weiß, dass es gibt. Also die Existenz ist gesichert, um das mathematisch mal zu sagen, aber die Lösung ist halt nicht bekannt. Das Ding ist allerdings, das ist ganz schön, weil man meine Authentifizierung musst du ja eigentlich überall machen, ne? Und es macht überhaupt gar keinen Sinn, dass man das in jeder verdammten Applikation, die man schreibt, immer von null wieder startet, ja? Ja. Das heißt, eigentlich ist es am besten, man macht das irgendwo im Webserver und lässt denen das alles auch alles erledigen mit den ganzen OAuths und wie sie alle heißen. Und dann kann man das auch konfigurieren, was man gerne haben möchte, kann auch dann Single Sign-On und so weiter integrieren, was ja häufig in Firmen wichtig ist. Ich finde das merkwürdig, dass jede Applikation das irgendwie selber machen muss. Also ja. Dann sollte es irgendwie so eine Art Middleware geben, die das Ganze dann für einen löst. Ne? Und dann hat man mit einer Applikation kann man einfach vertrauen, okay, das, was da kommt, das ist schon richtig. Muss man mal googeln, also ich weiß nicht mehr genau, wie das. Ja gut, bei Autorisierung ist dann halt immer, da hat man oft das Problem, dass halt eigentlich nur die Applikation das beurteilen kann, ob das jetzt irgendwie, ob man jetzt sozusagen den Zugang gewährt oder nicht, weil das halt davon von ganz vielen Faktoren abhängt, die nur die Applikation kennt. Das ist nicht unbedingt immer richtig. Also da muss man unterscheiden zwischen dem Zugriff und den Permissions, die man dann hat auf dem System. Ja, klar, genau. Ja, genau. Das ist zwar unterschiedlich. Wenn man darauf vertrauen kann, dass die User-ID, die von dieser Authentifizierungsschicht kommt, dass die gültig ist, ja. Dann kann man den ganzen Rest innerhalb von einer Applikation machen und hast du völlig recht, die Applikation kann dann entscheiden, der User darf das und das. Ne? Aber dieser erste Schritt zu verifizieren, ob diese User-ID wirklich dann dazu darf, überhaupt. Kann man das, machen, ja. Das ist generisch und da kann man also dann auch andere Lösungen nehmen. Ja. Es gibt auch dieses Auth0 heißt das. Das ist eine so eine Cloud-Lösung. Dann gibt es Okta, die würde ich jetzt nicht empfehlen. Die habe ich selbst versucht zu verwenden. Das ist eine Katastrophe. Und vielleicht dieses Auth0 ist einfacher. Es gibt davon auch immer mehr. Also kommen irgendwie alle paar Monate ein paar neue dazu. Ja. Aber hier ist zum Beispiel so ein, genau, der heißt Authenticate Proxy. Nginx Auth Proxy heißt der. Hier, schreibt mal in den Chat rein. Ne, wo ist der Chat? Hier. So heißt das Teil. Und da kann man dann relativ leicht. Ne, halt, das war jetzt Quatsch, was ich gepostet habe. Das war von OpenDNS. Einen Moment. Ja, nee, finde ich jetzt nicht so schnell. Aber es gibt so ein Teil und damit kann man dann die Authentifizierung quasi in Webserver verschieben. Dann kriegst du die Header von dem, also kriegst du dann dein Basic Authentication Header und dem kannst du dann auch vertrauen und dann ist die Sache schon viel einfacher. Ja. Ich habe auch ein Ding für Autorisierung, das kann ich auch mal posten, gesehen, letztens gehört, das war auch ziemlich interessant, das ist irgendwie so eine Rust-beschriebene Geschichte, so eine Policy Engine, die man aber auch von Python aus ziemlich gut benutzen kann. Der ist also ganz neu, da steht Developer Preview. Ja, das ist ziemlich neu.
Policy Engine. Naja, sieht auch gut aus. Ist das Policy Engine, ist das denn so ähnlich gemacht wie AWS Policies oder? Oh, das weiß ich nicht. Ich kenne AWS Policies nicht. Aber man kann mit dem Ding hier wohl also nicht alles abbilden. Also so Role-Based Access Control, aber auch irgendwie Attribute-Based oder was auch immer. Ja. Ah, nee, das ist, du schreibst tatsächlich die Definition in Python, ne? Das ist so eine eigene Sprache auch, das ist vielleicht so ein bisschen, aber man kann es sehr gut von Python aus verwenden. Also es ist halt, die Engine selber ist in Rust geschrieben, aber es hat, also auch die Leute, die das geschrieben haben, benutzen eigentlich das dann immer von Python aus. Also Das ist eine eigene Sprache, das ist also so ähnlich als die Python. Ja. Okay. Ja, prima. Gut, so. Habt ihr sonst noch irgendwas zu zeigen? Sonst machen wir weiter mit den Goscha. Ja, also wir. Ich werde durch. Ja, wir sind durch. Ja, gut. Ja, Goscha, dann okay. Machen, wenn das. Dafür muss der Jochen. Oh ja, das ist schon ausgeschaltet, ja. So, seht ihr das? Ah, genau. Okay, also ich dachte, dass ich viel mehr heute zu zeigen habe, aber. Ich wollte zunächst einmal die letzten Kleinigkeiten beim Lexer zu reinigen, da wo er die Punkte nicht richtig verstand und so weiter. Und damit war also schon ein halber Tag vorbei. Und ich dachte, ob ich vielleicht auch nur den Lexer irgendwie für MySRI nützlich machen könnte. Und so habe ich die Syntax-Highlighting damit implementiert. Also der ursprüngliche Mechanismus der Syntax-Highlighting ist in dieser Bibliothek hier, in Prompt Toolkit. Und die verwenden eine andere Bibliothek, die heißt Pigments und ist so ein, hier ist das, Pigments, es ist so ein großer Highlighting Engine, der hat Highlighting für alle möglichen Sprachen und darunter auch für SQL. So hier ist, da gibt es jede Menge Lexers für CSS, die, weiß ich, für alle Sprachen. Und sie sind aber natürlich, weil es so viele sind, sie sind also ein bisschen eingeschränkt. Das habe ich dann also durch diesen Entler Parser, beziehungsweise Entler Lexer ersetzt. Also da kann man sehen, da sind alle möglichen Symbols, die der Alexa kennt. Also ich habe sie so ein bisschen in Gruppen eingegliedert, damit man, also das Problem ist, dass wenn es so viele Symbole gibt, muss man dann halt für jeden Symbol einzeln die Highlighting-Regeln angeben, also die Farben, Strichdaten und so weiter. So, deswegen so einfach sich in Gruppen eingliedern, dann für die Gruppen einfach mal irgendwelche Regeln definieren. Und so funktioniert es. Man könnte zum Beispiel hier was. Na, ich weiß nicht, ob man das sieht, aber da sind tatsächlich schon
Neue Farben, also sind so ein sieht bunt aus. Ja, also schon ein bisschen bunter. Komplexere, mal so eine Query reinschreiben, dann vielleicht. Kopieren. Ich weiß nicht, ja. Irgendwas. Ja. Ah, klappt doch prima. Ja, also, ja, das ist immer noch, das ist kein so ein bisschen eingeschränkt. Man könnte zum Beispiel hier, wenn ich schreibe, so inner join, hier weiß ich ja, dass jetzt so ein Join kommt. Also ich kann auch hier direkt anfangen, so das bunt zu machen. Musste man dann aber also parsen, also warten auf den Parser. Und das interessante Problem, ich dachte, dass man jetzt, also im Moment muss man alle Zeilen zweimal parsen, einmal für Syntax-Highlighter und dann einmal für die tatsächliche, wie heißen das Dinge? Also für Auto-Completion, ja? Auto-Completion, ja. Also ich dachte, dass man damit loswerden konnte, also nur einmal das Parsen und dann diese schon geparsten Objekte herumbewegen. Kann man das aber nicht, weil diese Syntax-Highlighting sehr an diese Prompt-Toolkit-Bibliothek angeknüpft ist. Also habe ich keinen Weg gefunden, das jetzt zu reduzieren. Also immer wenn wir, auch wenn wir die Parsing Engines, dieselben Parsing Engines benutzen, sollen wir das zweimal machen. So. Und das andere Problem hier ist, dass die Regeln, die sind ja autogeneriert von diesem Antler. Und da kann man nicht viel damit dynamisch machen. Zum Beispiel, wenn ich, also alles, was da dynamisch gemacht wird, sollte auch bevor Code-Generation irgendwie gegeben sein. Zum Beispiel hier kann ich am Anfang so die Server-Version anfragen und dann sie auch für den Parser nutzen. Also da ist diese Server-Version überall. Hier wird die genutzt und da gibt es dann an vielen Stellen so Konditionen, die davon abhängen. Aber die muss man schon vorher hier in der Grammatik definieren. Man kann zum Beispiel nicht Applikation starten und zum Beispiel die Stored Procedures sich sammeln und dann sie auch in die Lexemen konvertieren. Das geht nicht, leider. So, aber so irgendwie funktioniert das. Glaube ich, ich reinige das noch ein bisschen und werde es vielleicht auch committen in MyClip Repository. Ja, ist doch klasse. Ja. Ist der Einzige, der tatsächlich was produktiv produziert hat, was man wirklich auch mal verwenden kann. Okay. Naja, da gibt es noch Frage, ob das viel besser ist als die ursprüngliche Version. Zum Beispiel hier, wenn ich ah,
Wenn ich sowas mache. So, dann weiß ich auch nicht, dass diese Version auch eine Funktion von SQL, von MySQL ist. Und das ist irgendwie komisch, weil also die ursprüngliche Geschichte ist so, dass man einfach sie hier so an diesen Klammern erkennt, dass das eine Funktion sein sollte und sie dann so auch koloriert. So, das ist, also das kann ich hier überhaupt nicht machen, weil ich, ich habe ja den Lexemen schon vorher, bevor ich die Klammern eintippe. Also, und was mich auch so bewundert hat, dass zum Beispiel diese Version in der Grammatik nicht vorhanden ist. Also vielleicht ist die Grammatik doch nicht so komplett, wie ich dachte. Okay, sollte man noch einmal nachprüfen. So, ja, aber die Idee war ja, einfach damit zu spielen, mit diesen Einschlagbibliothek. Und das könnte man ja auch schon als Erfolg nennen. Sieht doch super aus. Wieso wird jetzt dieses, hab das nicht ganz verstanden, was du eben erklärt hast mit dieser Version da, warum wird das jetzt bei dir nicht farbig wie bei dem eigentlichen Tool? Also im eigentlichen Tool ist das so, dass der nutzt einfach diese Bibliothek Pigments. Und die ist sehr einfach. Also die kennt die Keywords überhaupt nicht. Was das macht, ist, es erkennt, also jetzt weiß es noch nicht, dass es irgendwas kolorieren sollte. An diesen Klammern aber erkennt es, dass das vielleicht eine Funktion sein sollte, weil das so ein Keyword vor einer Klammer ist. So, Klammer weg, weiß er immer schon wieder nicht, dass es ein Keyword ist. Also der weiß nur diese Wort und der Klammer. Ja. Und deswegen gibt es dann auch Probleme, wenn ich zum Beispiel wenn ich zum Beispiel CTI benutzen wollen möchte. Da gibt es keine Klammer. Also ich glaube, man könnte jetzt irgendwie ein Beispiel ausdenken, wo Version Klammer keine Funktion sind wert. Zum Beispiel so hier. Da ist das schon korrekt. Und in meinem Fall hier werde ich das dann wissen. Also zum Beispiel, also Max ist eine Funktion. Also das sollte er schon erkennen Max erkennt er als eine Funktion. Ich weiß nicht, warum es weiß bleibt. Vielleicht mache ich das so.
So, ah, ja, da ist Version ein Identifier. Und wenn ich das so mache. Ah, immer noch Identifier. Also kann ich, kann jetzt kein wirklich gutes Beispiel ausdenken, wie wir jetzt besser wären als die ursprüngliche Variante. Also das wäre dann auch eine interessante Frage ist, so eine Reihe von Tests zu produzieren, die das dann vergleicht. Naja. Du hast doch jetzt aber mehr Informationen im Grunde genommen zur Verfügung, als jetzt dieses Pigments eigentlich haben kann, weil es einfach strukturiert ist, ne? Ja, ich habe einfach, also ich weiß sozusagen einfach mehr Vokabel. Also ich, ja. So, aber dafür kann ich jetzt weniger mit diesen auch semantischen Verhältnissen einfach anfangen, also wie mit diesen Klammern, das kann ich jetzt nicht machen, weil der Parser einfach nur, also der weiß nicht, was, das, was danach kommt. Mhm. Ja. Also wenn man, ja, die wirklich guten Syntax-Highlighting sind bei den JetBrains, Data Grip, so, da machen sie wirklich so Syntaktik-Highlighting, also sie parsen wirklich den ganzen Input und dann können auch denselben Symbol je nach Kontext unterschiedlich einfärben. Können wir aber noch nicht, weil wir keinen Parser hier verwenden. Diesen, es gibt jetzt ja in Python diesen neuen Parser, diesen PEG-Parser oder PEG-basierten Parser. Meinst du, dass das damit vielleicht ein bisschen leichter geht dann? Der ist ja sehr viel flexibler und kann auch gut mit solchen Fällen umgehen, die man normalerweise mit so einem einfachen Parser nicht so gut hinbekommt. Also vielleicht schon. Das hier, warum ich die Bibliothek hier genommen habe, ist, dass man einfach die Grammatik schon zur Verfügung stehen hatte. Und die Grammatiken sind ganz groß, also hier sind 1000 Zeilen hier und wie viel? Noch 5000 Zeilen hier und die sollte auch alle Versionen berücksichtigen, also wissen, wo in welcher Version welche Keywords gegeben hat. Deswegen, also das alles von Anfang an selbst machen, ist also ein Riesenaufwand. Ich weiß nicht. Nee, das ist klar, das stimmt. Gehen würde. Also und eigentlich kann das auch sehr flexibel sein, weil man einfach hier Code schreiben kann. Und, eigentlich könnte man ja auch von diesem Code kann man auf den ganzen Input zugreifen. Also man könnte eigentlich in einer einzelnen Funktion den ganzen Parser schreiben und dann einfach nur die hier aufrufen. Also vielleicht könnte man da in diese Richtung hier so ein bisschen arbeiten, dass auch beim Lexer-Schritt ein bisschen mehr Information vorhanden ist durch diese Funktion. Prima. Ja,
Jochen, Jens, Klaus, irgendwelche Fragen? Nö, von meiner Seite aus nicht. So, mein Mikro war aus. Ich wollte sagen, nein, ich finde das ganz cool, was du da gemacht hast, mit Pigments und dann mit einem einzelnen Lexon-Parser herauszusuchen, wie man das highlightet. Also, ja. Das ist auch eine tolle Sache, dass das auch, dass du tatsächlich hingekriegt hast, dass das funktioniert in diesen 2 Tagen. Das ist ja doch eine größere Aufgabe, ne? Naja, also it's kind of a long-standing project. We have been thinking of improving the parsers for a long time. So I just consider it kickstarted. So probably in the coming weeks, we'll probably come to some improvements in the MyCLI. Gut, prima. Ja, ich denke, dann haben wir den Sprint jetzt gut hinter uns gebracht. Ne? Alle haben was gelernt, alle haben auch was, nicht alle, aber zumindest Goscha hat was produziert, was man dann noch wirklich verwenden kann. aber es ist ja die Hauptsache, ist, dass man da Spaß bei hat bei der ganzen Sache und dass man halt irgendwie mal was Neues sieht, was man vorher vielleicht noch nicht so kannte oder vielleicht eine Lösung gefunden hat für etwas, das man... wo man immer schon mal nachgesucht hat oder halt festgestellt hat, dass irgendwie etwas nicht geht, was man halt annahm, dass es gehen würde. Alles gute Ergebnisse. Ist alles das, was halt so ein Sprint immer als, weiß ich nicht, finde ich zumindest, was den erfolgreich macht. Also es muss nicht immer so sein, dass alles funktioniert, dass man alles schafft. Solange man halt da was mitnehmen kann für die Zukunft und dann vielleicht das als Basis für die nächste Arbeit dann dienen kann, ist das eine feine Sache. Ja, dann würde ich sagen, haben wir es und dann ja, noch eine schöne Zeit, ne? Schöne Weihnachtszeit. Wir sehen uns dann ja erst im Januar wieder. Dann auch wieder online. Ja, kommt alle gut ins neue Jahr und kriegt kein Covid, ne? Jo, euch auch, ne? Oh. Okay. Tschö. Tschüss. Tschüss. Ciao.